Was sagen Sie zum Spiel? Eigentlich war das ungerecht. Das war kein Elfmeter gewesen und wir hatten auch Chancen für ein Tor. Unentschieden wäre gut gewesen. Das wäre alles in Ordnung gewesen. Ja. War eine angeschossene Hand? Ja, die Hand ging ja nicht zum Ball. Die Hand ging nicht zum Ball, war ja. Keine Bewegung. Und andersrum, bei dem letzten Ding, wo wir den Elfmeter kriegen müssen, wo der hochspringt und den Ball den Arm hochreißt, das wäre für uns Elfmeter. Ja, aber das nächste Heimspiel kommt nun Hertha. Also wie ärgerlich ist das, so eine Heimniederlage? Nee, Hertha schlagen wir sowieso. Das ist ja kein Problem. Also Hertha ist kein Problem. Er, Regensburg und Sandhausen. Das wird schwer. Na, das wird eine ganz andere Einstellung schon vom Spiel her. Das werden Sie sehen. Das wird ein ganz anderes Spiel als heute. Wir werden sehen. Gottes Ohr, ja. Aber ärgerlich schon, so ein 0:1. Ja, ärgerlich schon. Die Spieler wussten eigentlich schon ein bisschen, um was es geht. Weil sie das erste Spiel sehr, sehr gut gespielt haben. Und jetzt hier, naja, haben sie ein bisschen versagt. Ah, jetzt ausgerechnet, das war das letzte Heimspiel vor dem Lokalderby. Dann kommt Hertha hier in die alte Försterei. Gibt nicht unbedingt Selbstvertrauen, oder? Vielleicht doch. Muss man sehen, wie Neuhaus darauf reagiert, wenn ihm was Intelligentes einfällt. Er hat ja oft interessante Ideen, oder? Ich komme aus Braunschweig, bin geborener Berliner. Ja. Mir wäre es egal gewesen, wer gewonnen hätte. Ne? Aber okay. Berlin ist eine Reise wert. Heimniederlage 0:1. Muss man sich sehr darüber ärgern? Ja, muss man. Ist schon sehr ärgerlich gewesen, der Elfmeter. War keiner, oder? Meines Erachtens nicht, aber man ist da immer nicht so neutral. Und was sagen Sie zum Spiel? Ja, unglücklich, aber man muss schon sagen, die Braunschweiger haben ja ein paar Mal auch, ja, den Pfosten getroffen und die Latte getroffen. Also von daher, vielleicht haben wir einfach ein bisschen zu viel Pech gehabt heute. Und die anderen waren vielleicht ein ganz kleines bisschen besser. Auch wenn der Elfmeter, muss ich auch sagen, eher unverdient war. Zumal ich glaube, vorher auch noch ein Handspiel von den Braunschweigern war. Wie lange sind Sie schon Union-Fan, oder? Ich bin schon als ganz kleines Mädchen mit meinem Papa zur Union gegangen. Das geht durch die ganze Familie. Mein Opa ist schon hingegangen, der ist noch bis 90 Jahre hierher gekommen. Und ja, hier geht die ganze Familie her, mein Bruder, mein Papa und alle. Also ich bin schon Ewigkeiten dabei. Ja. Aber ärgerlich schon, so ein 0:1. Ja, ärgerlich schon. Die Spieler wussten eigentlich schon ein bisschen, um was es geht, weil sie das erste Spiel sehr, sehr gut gespielt haben. Und jetzt hier, naja, haben sie ein bisschen versagt. Aber zu Union hält man weiterhin. Immer, immer. Einmal Unioner, immer Union. Jetzt kommt ein Auswärtsspiel und dann kommt Hertha. Satz zum Lokalderby. Also, ich hoffe natürlich, dass Union das packt und wir die Herthaner wegschießen können. Ich finde, Union hat tapfer gekämpft. Es ist dumm gefallen, das Tor. Und sie hätten eigentlich mindestens einen Ausgleich verdient. Was findest du? Was sagst du zum Elfmeter? Ich sag ja, ist dumm gefallen. Ne? Angeschossene Hand. Ne? Ja, blöd. Muss man nicht pfeifen. Ne? Wäre dann im Gegenteil hinten auch nochmal fällig gewesen. Ne? Also das gab es ja noch in der Gegensituation. Ja. Dumm gelaufen. Ich weiß, Uwe, dass Sie über einen Elfmeter im Nachhinein wenig gern diskutieren. Ist natürlich ärgerlich, mit so einem Elfmeter zu verlieren. 0:1. War es nicht angeschossen, hätte man das unbedingt pfeifen müssen aus Ihrer Sicht, oder kann man das auch als angeschossen gelten, denn die Hand ging ja wohl nicht zum Ball? Aber es streiten nicht die Gelehrten. Die Regel ist einfach vollkommener Müll. Diese Regel, die im Moment besteht, ist von Leuten gemacht worden, die von Fußball keine Ahnung haben. Ich hätte natürlich selber auch gerne einen gehabt, das ist klar, aber so wie die Regel jetzt existiert, ein Union-Fan seit wie vielen Jahren? Seitdem mein Vater mich rangeführt hat. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit 14. Auf Sie gefallen. Nee, kein Problem. Ja, mit 14 bin ich, glaube ich, das erste Mal mitgegangen zum Spiel und war total begeistert von der Atmosphäre und überhaupt vom Teamgeist von Union generell. Wahnsinn. Da kann man nichts machen. Also da muss man auch eingestehen, das war der Elfmeter, der das Spiel bestimmt hat. Wie geht's weiter? Ja, ich hoffe gut. Ich meine, das waren jetzt die ersten Spiele, gespielt wurden, und wir müssen mal sehen. Also das muss ja nicht gleich heißen, dass sie jetzt total verunsichert sind, was ich schade finden würde. Aber wir hoffen das Beste. Eisern Union, wir werden ewig leben.